da wegen der Corona-Pandemie leider keine Viertklässler unsere Schule besuchen können und auch kein Tag der offenen Tür stattfinden kann, möchte ich euch in diesem kleinen Film ein paar ausgewählte Sachen am Kleckau-Gymnasium vorstellen. Am KGT gibt es drei Gebäude: das Hauptgebäude, den Pavillon und den E-Bau. Am Anfang ist das sehr verwirrend, aber das lernt ihr schnell. Das Hauptgebäude ist das wichtigste Gebäude. Dort sind eure Klassenzimmer, das Lehrerzimmer und das Sekretariat. Im Pavillon sind die Mittelstufenschüler. Im E-Bau sind die Oberstufenschüler, die Mensa und die Fachräume, wie zum Beispiel Biologie. Am Morgen herrscht am KGT rege Rush-Hour. Die über 860 Schüler kommen ganz unterschiedlich zur Schule. Zum Beispiel mit dem Bus, mit dem Zug, zu Fuß, mit dem Motorrad, mit dem Auto, mit dem Roller oder mit dem Fahrrad. Ich gebe ja zu, das sieht am Anfang ganz schön verwirrend aus. Aber schon nach gut einer Woche ist für euch der Trubel völlig normal. Zu Beginn zeigen wir euch unser Klassenzimmer. Aber seid ganz leise, wir haben gerade Französisch. So, jetzt aber mal genug Französisch. Jetzt machen wir mal Bio. Die Fachräume sind im anderen Gebäude. Kommt mit. In Bio sind wir gerade am Mikroskopieren. So, jetzt genug von Bio. Zwei Räume weiter findet Physik statt. Heute gibt es ein Kurzreferat über die Impulsmaschine. Der Impuls wird von Kugel zu Kugel weitergegeben. Und jetzt zeige ich euch die Chemie. Nach so vielen Unterricht braucht es natürlich auch mal Pause. Wir haben einen großen Pausenhof, auf dem man viele tolle Sachen machen kann. Wir genießen zum Beispiel unser leckeres Pausenbrot, reden miteinander, spielen Tischtennis oder Fangis. Wie ihr seht, geht dabei natürlich auch mal etwas schief. Aber kein Problem, dann kommen unsere Schulsanis. Sie sind speziell ausgebildet für alle kleineren und größeren Verletzungen im Schulalltag. Sie leisten erste Hilfe und verbinden eure Wunden ganz schnell. Am KGT gibt es für die Verletzten sogar extra einen Aufzug. Also ist unsere Schule auch barrierefrei.
Für alle Probleme ist das Sekretariat eine tolle Anlaufstelle. Dort wird euch jederzeit kompetent geholfen. So langsam haben wir aber mal großen Hunger. Auf geht's zur Mensa. Hola. Voy a comer en la cafetería. ¿Qué hay, Martín? Pollo con arroz. ¡Qué rico! Das war gerade unsere Spanischlehrerin. Sie hat mich gefragt, was wir so machen und was es heute in der Mensa gibt. In der Mensa kann man verschiedene Menüs vorbestellen. Für die Zeit nach dem Essen oder auch sonst in der Mittagspause haben wir an der Schule sogar eine eigene Bibliothek. Naja, eigentlich sogar zwei. Eine für die Unter- und Mittelstufe und eine separate Bibliothek für die Oberstufe. Wir können natürlich Bücher ausleihen. Es gibt auch Hörbücher. Oder man kann einfach mal in verschiedenen Büchern schmökern. Zudem findet hier auch eine Hausaufgabenbetreuung statt. Man kann am Computer arbeiten, Bücher lesen oder einfach mal ganz in Ruhe abschalten. Am KGT gibt es viele tolle Sportanlagen. Einen Kunstrasenplatz. Ein großes Stadion. Weitere Sportfelder. Ein Beachvolleyballfeld. Wir haben zwei Sporthallen. Und eine tolle Laufstrecke an der Wutach oder im Wald. Als Highlight kann es sogar sein, dass wir mal nach Waldshut ins Hallenbad gehen. Das ist dann ein ganz besonderes Vergnügen für uns. Nach dem Schultag ist es dann Zeit für die Heimfahrt. Verwirrend ist es nur in der ersten Woche, aber es ist ganz klar geregelt, welcher Bus wohin fährt. Das wird euch auch gut erklärt, so dass jeder seinen Bus ohne Probleme erreicht. So, das waren jetzt natürlich nur sehr wenige Dinge, die wir euch von unserer Schule zeigen konnten. Aber wir hoffen, ihr habt einen groben Einblick vom KGT bekommen. Wir wünschen euch eine gute Entscheidung, an welcher Schule ihr ab der 5. Klasse gehen wollt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr zu uns ans KGT kommt. Die Lehrer und wir Schüler helfen auch gerne dabei, dass ihr in der neuen Schule schnell zurechtkommt und euch wohlfühlt. Also dann, bis hoffentlich bald am KGT. Bye bye! Weitere Infos zum Klettgau-Gymnasium findet ihr auf unserer Homepage oder ihr schaut euch noch weitere Filme auf unserem YouTube-Kanal an. Danke fürs Zuschauen!